Yo, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video des Alola Freundschaftskampfturnieres. Und wir starten heute mit den nächsten drei Kämpfen. 27 haben wir jetzt schon bestritten, jetzt folgen noch drei. Dann sind wir schon mal bei, haben wir schon 30 Kämpfe in uns, dann sind wir bei zwei Dritteln des kompletten Turniers angekommen. Das ist krass. Das ist richtig, richtig krass. So, ich würde sagen, hier machen wir jetzt mal die Gladio-Musik an. Und wenn ich dran denke, werden wir das jetzt auch bei allen drei Kämpfen machen. Falls nicht, wird zwischendrin mal wieder so, weiß ich nicht. Einfach wieder die normale Trainermusik kommen. Das mit der Gegnersuche dauert mir echt. Das dauert echt sehr lange. Ah! Da haben wir Algdif aus New York. Ah, oh, was sehe ich denn da? Ja. Warum? Ach komm schon. Echt jetzt? Kapuriki, Melotik, Alola, Knorgak, Brokkolos, Knackrack und Kaguron. Ja. Wie wäre es, wenn ich... Ich könnte mit Donarion anfangen. Ich glaube, das werde ich auch tun. Oder? Nein, ich fange mit Frosdetje an. Frosdetje könnte sich hier sehr bezahlt machen. Ich nehme auch noch, um Durchschlag, um richtige Power zu haben, nehme ich auch noch Costurso mit. Und ich nehme auf jeden Fall noch Donarion mit. Alktfe. Ich glaube, das hast du eher geschrieben, als du betrunken warst oder so. Alktve. Ach du Scheiße. Das kann man nicht mal ansatzweise aussprechen. Oh yeah! Kapuriki! Wuhu! Ja, ganz toll. Das ist eigentlich nicht das... Das ist eigentlich nicht das, was ich eigentlich wollte. Aber gut, da machen wir Eisstrahl. Kapuriki dürfte auch schneller sein als ich. Ja, das ist es auch. Au! Au! Damn! Okay. Wow, Kapuriki. Calm down, please. Erdbeben. Bleibt ja noch übrig. Oh, Zauberschein. Okay. Puh, hat mich einfach weggecrittet. Alles klar. Gut, ich würde sagen, das Video ist gelaufen. Beziehungsweise der Kampf ist gelaufen. Ich glaube, ich höre einfach auf aufzunehmen. Ich höre komplett auf mit Pokémon Battling und so. Nee, das ist... Okay, ich meine, das geht locker klar. Gegen jedes andere Kapuriki, das ich gekämpft habe... Oder warte, lass mich das mal so sagen. Dieses Kapuriki ist anders als andere Kapuriki, weil... Dieses Kapuriki ist so wahrscheinlich der Boss von diesen ganzen anderen Kapuriki. Oder auch nicht. Das Problem ist, ich bin jetzt im Energieball gefangen. Tja. Und jetzt kommt Knackrack. Na super. Ach, scheiße. Hier würde sich Käfergebrumm natürlich richtig gut machen. Gerade weil ich auch noch dann einen Stab dadurch hätte. Außer ich würde jetzt mit Energieball critten. Na, oder auch nicht. Oh wow, Steinhagel trifft und Steinhagel besiegt mein Donarion. Naja, was soll's. Na, geil. Auch als ich jetzt schon gesehen habe, dass mein Costurso so einfach so weggeklatscht wird, wusste ich. Okay. Der Kampf ist gelaufen.
Ich nehme es mit Humor, weil anders kann ich es nicht nehmen. Stellt euch mal vor, ich würde mich jetzt hier wegen jedem Crit übertrieben aufregen. Also richtig aufregen. So dass ich irgendwas kaputt mache oder so. Also richtig, richtig krass mich reinsteige. Das wäre, ich meine, klar, zur Unterhaltung wäre es vielleicht nicht schlecht, aber für meine Nerven ist das einfach nichts. Nein. Ich nehme es mit Humor. Das ist Pokémon. Das ist es halt so, ne, wenn man online kämpft, kann man nie wirklich sicher sein, was man denn überhaupt. Sorry, boah, ich muss mir eben kurz gehen. Sorry. Ja, wenn man online kämpft, kann man nicht wirklich vorhersagen, was da auf einen zukommt. Gerade wenn man auch noch 3 gegen 3 macht, ist das System dann doch recht unberechenbar. Alberto aus Latium. Latium? Ach komm, ganz ehrlich, bitte. Haut mal mit euren Kapuriki ab. Das ist doch echt schon scheiße. Porygon Z. Brutalanda. Ich persönlich würde ja. Ich geh trotzdem auf Frostetie. Ich glaube, wir probieren das gleiche Team wie gerade nochmal. Das kann nämlich nicht sein. So, Frostetie, Costurso und Dunarion. Porygon Z. Aha. Jetzt bin ich mal gespannt, Porygon Z. Was willst du denn machen? Oh, du machst Download. Okay, der Spezialangriff steigt. So. Ganz ehrlich, ich werde jetzt die Z-Kraft machen und den tobenden Geofrost aktivieren. Los, Frostdienstje! Tobender Geofrost! Und? Es ist nicht besiegt worden. Okay. Au! Hat das ein Leben Orb? Junge! Das trägt nicht mal ein Leben Orb! Yo! Das kann doch nicht durch die eine Stufe boosten, durch das eine Stufe boosten, so stark werden. Ach du Scheiße, ey. Ja, gut, jetzt ist es sowieso. Oh mein Gott. Nebenbei fällt mir auf, dass wieder die normale Trainermusik an ist. Ich habe es ja gerade eben schon am Anfang des Videos gesagt. Es kann sein, dass ich die Gladio-Musik dann wieder vergesse. Aber ich werde es. Ja, Kapuriki. Kapuriki wird dann Zauberschein machen. So wie es sonst auch macht. Ich mach mal Erdbeben. Ich versuche mal mein Bestes. Oh, Zauberschein. Tja. Tja. Ich habe mein Bestes versucht. Nee, also ich glaube, jetzt gerade ist mir das Glück nicht wirklich hold. Ja, ich muss Energieball machen. Wieder mal. Kapuriki setzt Zauberschein ein. Okay. Okay. Du hast den Angriff locker überlebt. Okay. Ja, jetzt kommt nochmal Zauberschein. Und wenn es jetzt kein Crit ist, würde ich den Angriff überleben. Sehr schön. Aber dafür überstehe ich den Angriff des nächsten Pokémon nicht. Wow. Ah! Wieso muss das jetzt so.
nicht gut laufen. Ja, Energieball. Yay, Schattenstoß. Tja, das passiert dann halt. Das ist dann halt so. Okay, die Datenübertragung wird ausgeführt. Ja, ich möchte das Kampfvideo nicht speichern. Ich möchte aber jetzt noch in den letzten Kampf für dieses Video gehen. Vielleicht kann ich den wenigstens gewinnen. Vielleicht. Hoffentlich. Oder er wird wieder so eindeutig, weil Kapuriki wieder ins Team genommen wird. Ein Japaner aus Kanagawa. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Oh, wow, Kapufala. Oh, Kapuriki auch noch. Alola Knogger, Mimigma, Kaguron, Schabelle. Super. Ganz, ganz toll. Ja. Also ich persönlich, ne, würde ja schon wirklich sagen, dass ich Donarion an den Anfang setze. Weiß ich nicht, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das mir am meisten bringt. Ich nehme auch noch Kapukime mit. Und ich nehme noch Alola Dictree mit. Ich weiß nicht, ob es mir was bringt. Keine Ahnung. Muss ich schauen. Wobei, warte mal, lass mal gucken. Kapufala. Wie schnell ist ein Kapufala eigentlich? Schon dezent schnell auf jeden Fall. Mhm. Schabelle. Das erste Schabelle, gegen das ich überhaupt kämpfe. Mal so Fun Fact nebenbei. So. Du bist vom Typ Käferkampf. Dann würde ich sagen, machen wir doch mal Voltwechsel. Du hast kein Boden-Pokémon. Ja, du hast einen Knogger, aber das war's auch schon. Nein, wir machen mal Waldwechsel. Also Schabelle wird mich definitiv überholen, ja. Eisstrahl? Okay. Und Waldwechsel! Fokusgurt. Interessant. Schick mir mal Kapukima raus. Schicken wir doch einfach mal Kapukima raus. Und machen wir Lacke. Lacke! Gifthieb. Das ist kein Hieb, das sind Tritte. Das war ein Gifttritt, aber kein Gifthieb. Wo war das bitte schön ein Hieb? Okay. Okay, lassen wir das dann einfach mal so stehen. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt Kapuriki... Ja, Kapuriki kommt rein. Und jetzt wird Kapuriki hundertprozentig eine Elektroattacke machen, aber das werde ich nicht zulassen. Nein, nein, also das werde ich nicht so einfach zulassen. Und werde dann Dictree rausschicken. Okay, Dictree kommt rein.
und Donnerblitz. Sehr schön. Jetzt ist die Frage, was macht dieses Kapuriki? Also, was hat er noch? Was hat er noch? Er könnte ja jetzt auswechseln. Und das Einzige, was ich jetzt denke, ist, dass er vielleicht Kagura mitgenommen hat. Ich mach mal Steinkante. Kapuriki wird zurückgerufen. Kaguron. Perfekt. Als ob ich's geahnt hätte. Als ob ich's tatsächlich geahnt hätte. So, dann schickt mir jetzt mal Donarion rein. Also Kaguron ist absolut kein Problem. Oh, Flammenwurf. Das ist allerdings ein Problem. Okay. Der Spezialangriff von Kaguron steigt. Ew. Ja, okay. Ich werde mal... Das hat sowieso so ganz komische Angriffe. Die ganzen Ultrabestien haben voll komische Angriffe. Ne, zum Beispiel hier, Kaguron kann Flammenwurf, kann Gigasauger, Egelsamen, plötzlich kann Schabelle auch noch Eisstrahl. So, was? Also, für mich ist das jetzt persönlich so überraschend. Du kannst gerne Kaguron nochmal rausnehmen, ist kein Ding. Aber dein Kapuriki wird es nicht so wirklich gefallen. Nur mal so nebenbei. Ja, glücklicherweise habe ich nämlich noch Dickdri. Oh mein Gott, mit 3 KP überlebt. Nice. Nice, 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 nice. Okay, nochmal Lake. Lake ist jetzt doppelt so stark. Ich könnte damit erheblichen Schaden anrichten. Kaguron wird zurückgerufen, okay. Kapuriki kommt rein. Auch gut. Okay. Ich will eigentlich Kapukime noch gar nicht opfern, muss ich ehrlich sagen. Weil Kapuriki könnte jetzt wieder Kraft, könnte jetzt sowas wie Kraftreserve oder so machen. Oder Zauberschein. Das würde halt gegen Dickdri nicht allzu viel bringen. Ja, Zauberschein. So, dann mache ich nämlich jetzt wieder Steinkante. Kapuriki macht Zauberschein, okay. So, was würde jetzt Tiefschlag bringen? Weil das Ding ist, egal was ich jetzt mache, Kapuriki besiegt Dickdri. Das ist vollkommen klar, weil Kapuriki mein Dickdri outspeedet. So, die Sache ist jetzt... ich würde Erdbeben machen, bringt aber nichts. Also muss ich... Ich muss auf Tiefschlag gehen. Ich muss gucken, dass ich Kapuriki jetzt besiege. Ja! Oh mein Gott! Sehr schön. Weil jetzt habe ich noch die Möglichkeit, Kaguron zu besiegen. Wenn die Steinkante jetzt trifft... Wenn die Steinkante jetzt trifft, habe ich den Kampf gewonnen. Sehr gut. Gut, jetzt aktiviert sich wieder der Bestienboost. Das ist mir aber jetzt irgendwo dann doch wieder egal.
So, das Elektrofeld ist jetzt verschwunden und jetzt kommt das Nebelfeld wieder und Kapukime betritt den Kampf. So, Kampf und dann Lake. Yes. Und perfekt. Kampf gewonnen. Nice. Sehr schön. Gut, damit haben wir da den letzten Kampf für dieses Video gemacht. Und beim nächsten Mal geht es dann mit den nächsten drei Kämpfen weiter. Puh. Das war jetzt mal wieder so ein Kampf, der war anspruchsvoll, der war wirklich gut. Das hat mir gefallen. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und ich hoffe natürlich, dass euch das Video oder ne, das bisher euch auch gefallen hat. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal. Also macht's gut, haut rein und ciao.